Schönen guten Morgen, Brigitte Lutz. Ich komme von der Stadt Wien, bin dort Data Governance Koordinatorin und im Office des CIO habe ich auch mit anderen Themen zu tun und ich sage einmal, das große Thema OpenX liegt mir sehr am Herzen, das heißt Open Source Software, Open Standards, Open Everything und natürlich gehört da unser heutiges Thema Open Data auch gut dazu. Ich bin auch Sprecherin der Cooperation OGD Österreich, was das ist, erkläre ich nachher noch. Jetzt zweimal eine guten Morgen-Frage. Wer kennt den DataGV.at, unser nationales Open Government Data Portal? Doch einige, ja. Hat jemand schon Open Data genutzt aus dieser Runde? Doch einige, ist sehr erfreulich, weil nach 10 Jahren Open Data in Österreich sollte man doch hoffen, dass das Thema schon bekannt ist, weil ich denke, Daten sind dann nützlich, wenn sie auch genutzt werden. Das ist ja das Ziel unter anderem unserer Open Data Initiative. Ich möchte ein bisschen in die Vergangenheit blicken. Ich spreche natürlich auch aus Wiener Sicht, aber auch aus Österreichs Sicht. Grundsätzlich könnte man sagen, Open Data in Österreich ist eine Erfolgsgeschichte. Im Mai 2011 war Wien die erste Stadt kurz vor Berlin im deutschsprachigen Raum, die die ersten Open Data veröffentlicht hatten. Es war halt damals Trend der Zeit. 2009 hat Obama diesen Open Government Act in den USA veröffentlicht und dann ist so die Welle schon langsam nach Europa rübergeschwappt und wir haben sehr stark auch den Druck der Zivilgesellschaft, der Verwaltung gespürt, dass man da auch was tun muss. Und wie gesagt, im Mai 2011 war es dann soweit. Ein Jahr später, 2012, ist dann DataGV.at, unser nationales Open Government Data Portal, gelauncht worden. Und wir haben auch eine Kooperation Bund, Länder, Städte, die Wissenschaft und Forschung, die Wirtschaft gegründet, die sogenannte Cooperation OGD Österreich, weil damals war halt noch wenig festgeschrieben. Es gab zwar so ein bisschen einen Metadatenstandard, wir haben aber einen erarbeitet. Wir mussten uns auf irgendeine Lizenz einigen für die Open Data und das ist alles in dieser Cooperation geschehen. Und wenn wir da so alleine waren, haben wir uns dann mit Deutschland, Schweiz und Liechtenstein bei einer Konferenz in Berlin zusammengeschlossen. Da gibt es die sogenannte Kooperation OGD Dachli, wo wir uns jährlich treffen. Heuer ist es im Juni wieder soweit, da sind wir in der Schweiz eingeladen. Es gibt reihum eine Konferenzserie und wir haben da doch gemeinsame Dinge, wie zum Beispiel diesen ersten Metadatenstandard erarbeitet. Mittlerweile gibt es ja DCAT vom europäischen Datenportal, aber damals hat es eben, wie gesagt, noch sehr wenig gegeben. Ja, dann sind einige Jahre ins Land gezogen. Wir haben uns auch in der Stadt Wien sehr intensiv mit dem Thema Open Data Governance und Data Governance auseinandergesetzt und im Jahr 2019 haben wir dann unsere Data Excellence Strategie veröffentlicht. Wir waren dann schon mutig nach einigen Jahren Open Data und haben dieses Leitprinzip Open by Default uns in diese Strategie geschrieben. Das heißt, wenn Daten oder Dokumente als öffentlich klassifiziert sind, dann haben sie auch als Open Data bzw. Open Documents veröffentlicht zu werden. Wird ja oft gefragt, was ist der Unterschied? Also wichtig bei Open Data ist ja auch diese Maschinenlesbarkeit. Wem sage ich das? Entwickler können eher was damit anfangen mit maschinenlesbaren Formaten als mit irgendwelchen PDFs, wo die Daten eingesperrt sind. Ja, letztes Jahr haben wir dann 10 Jahre Open Data Wien gefeiert. Heuer dürfen wir 10 Jahre DataGV.at feiern. Die Data Excellence Strategie der Stadt Wien ist auch unter diesem Link, den Sie da finden, veröffentlicht. Also kann man nachlesen, was wir uns da vorgestellt haben und geplant haben. Ja, was sind die Festlegungen, die die Cooperation getroffen hat? Wir haben uns geeinigt, die sogenannte Creative Commons Lizenz CC BY, Namensnennungslizenz, zu verwenden für Open Data in Österreich.
sage ich, ist zu 90% auch verwirklicht auf dem nationalen Datenportal. Wir hatten damals begonnen mit der CCPI 3.0 Österreich, da hat es noch eine Österreich Edition gegeben. Als es dann die Version 4.0 gegeben hat, die internationale, haben wir dann die Empfehlung gegeben, auf diese umzustellen. Wir haben natürlich auch juristischen Rat im Hintergrund und nachdem weder für die datenbereitstellenden Stellen noch für die nutzenden Datenkonsumentinnen da ein Nachteil ist, haben wir dann die Empfehlung seitens der Corporation abgegeben, CCPI 4.0 zu verwenden. Das ist natürlich sehr gut angekommen, sage ich mal, bei der Community auch, weil erstens die Lizenz auch maschinenlesbar ist, weil sie international bekannt ist und weil sie jeder auskennt, was darf man jetzt mit den Daten tun. Ist besser, als unsere deutschen Freunde begonnen haben auf gavdata.de, ich glaube mit 70 verschiedenen Lizenzen, was die Daten betroffen hat. Da ist es natürlich dann schwierig für jemanden Durchblick zu haben, was darf man denn jetzt wirklich mit diesen Daten tun. Wir haben auch eine Einigung getroffen von der Nomenklatur unserer Datenportale, weil jede Suborganisation, sage ich einmal, oder so wie Wien, wie jedes Ministerium, möchte natürlich auch sichtbar sein mit den Daten. In Wien haben wir es so umgesetzt und das wäre eigentlich die Empfehlung, es gibt data.wiengv.at, die führt aufs nationale Datenportal. Jetzt in Vorbereitung von heute nachgeschaut. Data Graz GVAT führt halt aufs eigene Portal, wobei im Hintergrund die Daten sehr wohl auf, die Metadaten sehr wohl auf Data GVAT sichtbar sind. Also das ist nicht nur die Erfolgsgeschichte, die ich heute erzähle, sondern ein bisschen so rechts unten der traurige Smiley. So ganz haben wir es doch in den 10 Jahren noch nicht geschafft, zu unserem Gemeinschaftsgedanken auch hier umzusetzen. Was sehr schön ist, dass über die 10 Jahre sehr viele Datensätze, mehr als 1000 datenbereitstellende Stellen dazugekommen sind. Das kommt daher, dass in der Zwischenzeit auch in diversen Gesetzen DataGVAT genannt wird, so wie zum Beispiel im Bundesbeschaffungsgesetz. Das heißt, Beschaffungen, die über bestimmte Summe sind, müssen auch mit den Kerndaten auf DataGVAT sichtbar sein. Deshalb so viele dateneinstellende Stellen, weil jeder Beschaffer natürlich da auch jetzt sichtbar ist. Also wir haben über 38.000 Datensätze mittlerweile und wo wir, glaube ich, auch einzigartig sind, so im Ländervergleich, es sind fast 700 Apps, Anwendungen, Visualisierungen auf DataGVAT sichtbar. Das heißt, wir fordern alle auf, die die Daten nutzen, das auch sichtbar zu machen und das ist für mich der beste Beweis, dass die Daten auch genutzt werden, wenn man wirklich Anwendungen sieht, die diese Daten wirklich verwenden. Ein paar Beispiele mitgebracht. Wir verwenden in Wien die Open Data natürlich auch für die eigenen Apps, weil das die beste Zugriffsmöglichkeit ist. Zum Beispiel eine Sachs Wien App verwendet die eigenen Open Data oder die Stadt Wien App überhaupt. Dann gibt es die Basemap.at, ist die bekannt, die Verwaltungsgrundkarte Österreich, die verlässlichste Karte, die es überhaupt gibt. Und wäre auch eine Empfehlung, in Apps und bei sonstigen Themen zu verwenden, weil da ist es nicht so wie bei, wie sage ich das, Google-Karten und so weiter, das halt zu Hause mithört, wenn man die Daten verwendet. Basemap.at 100% aus einer Kooperation des Bundes und aller Bundesländer entstanden. Und da haben wir erst vor kurzem auch die 100. Anwendung der Basemap.at feiern dürfen. Mein Favorit bei den Visualisierungen, ich glaube, heute horcht er auch mit, vom Thomas Dursic, das ist ein Entwickler aus Berlin, die sogenannten Datenwaben. Er hat für viele Städte in Deutschland, in Österreich, weiß nicht wo sonst noch, diese Datenwaben erstellt. Das heißt, Datensätze visualisiert in dieser Wabenform, wo man beim Draufklicken dann auch die Wabe sich umdreht und man direkt einen Link und eine kurze Beschreibung auch dieser Datensätze sieht. Und eines, wo ich persönlich auch überzeugt bin, dass Open Data und selbst in der Verwaltung auch helfen, man hat ein erweitertes Vier-Augen-Prinzip, was die Datenqualität betrifft. Wir hatten da auch eine nette Geschichte vor einigen Jahren. Ich glaube, es war der Thomas Dursic auch, der uns gemeldet hat, es muss einen Riesenbaum in Wien geben. Der hat über 100 Meter Stammdurchmesser. Den haben wir dann gesucht, in den Daten haben wir ihn auch gefunden. Die Erklärung war dann, dieser Baum ist neu vermessen worden. Vor der Vermessung hatte er 98 cm, nach der Vermessung 1 Meter, aber das Komma ist um 2 Stellen verrutscht. Deswegen sind dann die 100 Meter draus geworden.
Was uns geblieben ist, ist eine nette Geschichte. Ich habe eine Zeichnung gemacht. Der Riesenbaum steht vor dem Wiener Rathaus, da links unten. Und es gibt einen Blogbeitrag dazu. Und die datenverantwortliche Stelle hat aber diesen Anlassfall eben hergenommen und hat einmal so einen Qualitätscheck darüber laufen lassen, über die eigenen Daten, einmal zu schauen, wo vielleicht noch irgendwo ein Komma verrutscht wäre, und eine Plausibilitätsprüfung gemacht. Also auch das Thema Datenqualität, Überprüfung ist natürlich viel besser, weil es da ganz anderen Blickwinkel gibt. Es gibt noch ein zweites Beispiel dieser externen Datenqualitätsüberprüfung. Das waren die fliegenden Hydranten über Wien. Da hat die verantwortliche Stelle im zugrunde liegenden System Höhenmeterangaben bei den Hydranten eingegeben, die aber, sage ich mal, für die tägliche Arbeit nicht wesentlich waren, weil man eh wusste, der Hydrant, der steht am Gehsteig oder auf der Straße, also am Boden. Nur bei einer Visualisierung der Daten ist auf einmal dann zutage getreten, dass die Hydranten oder einige Hydranten über Wien schweben. Was war die Folge? Natürlich hat man die Höhenmeter dann korrigiert, dass sie richtig sind. Aber ich finde, das ist auch eine nette Geschichte, wo eigentlich nichts passiert ist, aber wo wir die Datenqualität dank Open Data auch heben konnten. Wer braucht offene Daten und Dokumente? Ich sage mal, nützlich für alle. Open Data nutzen allen, ist auch der Slogan der Cooperation OGD Österreich. Aus Sicht der Gesellschaft, also meine Großmutter würde Open Data wahrscheinlich nicht nutzen, weil sie nicht wüsste wie, aber mittelbar, jetzt sitzt nicht die Großmutter da, aber mein Mann, nutzt auch nicht, weil er hat kein Smartphone, aber wenn Sie ein Smartphone haben, dann würden Sie mittelbar über Smartphone-Anwendungen, über Apps auch Open Data nutzen können. Das heißt, ein mittelbarer Nutzen für die Gesellschaft. Datenjournalistinnen und Datenjournalisten gibt es ja mittlerweile, die in der Ausbildung den Umgang mit Daten nutzen, und da wissen wir sehr wohl, dass da Open Data sehr gern genutzt werden. Dann für Wissenschaft und Forschung natürlich ganz wichtige Grundlage, die Open Data. Und da ersparen wir uns auch was an datenbereitstellende Stellen, weil Anfragen zurückgegangen sind. Nicht ganz, wie wir erst vor einer Fachabteilung gehört haben. Die Anfragen, die werden spezifischer natürlich, weil die Leute jetzt sehr wohl wissen, wo sie die Daten finden. Also es wird nicht mehr gefragt, wo finde ich die Daten, sondern eher, wie kann ich mit den Daten jetzt besser umgehen. Besonders im Geodatenbereich braucht man doch ein bisschen Know-how, um mit diesen Daten eben gut umzugehen. Wo wir besonders gutes Feedback bekommen, ist von den Studierenden, weil für ihre Arbeit oder für auch im Studium ist es natürlich viel spannender, echte Daten zu verwenden als irgendwelche Spieldaten, die halt nicht so spannend sind wie die echten Daten. Aus der Wirtschaft wissen wir, dass es einige Startups gibt, also die Wiener Startups kennen wir persönlich, die gesagt haben, ohne Open Data gäbe es uns nicht. Also da sind schon einige entstanden, auch mit der Hilfe von Open Data. Und überhaupt die Wirtschaft, da würden wir halt sehen, könnten neue Geschäftsfelder basierend auf Daten finden. Ob das so wirklich schon stattgefunden hat, weiß ich nicht, weil auch die große Hoffnung, also damals vor 10 Jahren war, es gibt vielleicht Datenintermediäre, welche, die sich kümmern, die Daten zu veredeln, vielleicht auch ein bisschen besser an die Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Also da kenne ich ehrlich gesagt kein Beispiel. Und letztlich die Verwaltung, also wir selber nutzen natürlich auch die eigenen Daten, so wie ich schon gesagt habe, für die eigenen Apps, die wir herstellen, auch natürlich in der internen Arbeit. Es ist ja nicht verboten, am Open Data Portal nachzuschauen, und welche Daten stellt zum Beispiel das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen zur Verfügung, die wir dann nutzen können, aber auch, sage ich mal, ein bisschen zum Experimentieren. Wir haben 2017 unseren ersten Blockchain-Piloten mit den eigenen Open Data gemacht. Das war die Notarisierung der Open Data, und da haben wir die eigenen Daten ganz einfach dazu hergenommen. Also auch allgemein Hilfsmittel, um Innovationen ganz einfach auszuprobieren. Habe ich da irgendwas vergessen? Gibt es aus eurer Sicht noch irgendjemanden, der profitieren würde, oder irgendwelche Anwendungsfälle? Bitte.
Ja. Es ist jetzt gerade das Dilemma geschildert worden. Also unsere rechtlichen Grundlagen stammen da sind wir in der Verwaltung ganz gut aus der Maria-Theresianischen Zeit, teilweise rechtliche Grundlagen, die auch noch vor der digitalen Zeit entstanden sind. Und als Beispiel ist gesagt worden, das Grundbuch, das zwar öffentlich einsehbar ist, wo man aber auf die Daten eigentlich nicht wirklich zugreifen kann, also in unserem Sinn, dass man auf die Rohdaten zugreifen kann. Ja, das kennen wir, dieses Beispiel. Also teilweise hat sich die Gesetzeslage nicht mit der digitalen Zeit mitentwickelt. Da entsteht jetzt ein bisschen was durch die Open-Data-Richtlinie der EU, die ja auch in nationales Gesetz durch das Informationsweiterverwendungsgesetz umgesetzt werden muss. Und da gibt es ja die sogenannten hochwertigen Datasets, die High-Value-Datasets, die dann nach den Open-Data-Prinzipien zur Verfügung gestellt werden. Beim Grundbuch gibt es schon lange die Diskussion, da sind ja auch personenbezogene Daten enthalten. Und personenbezogene Daten per se unterliegen ja der DSGVO. Das heißt, da muss irgendwo diese rechtliche Grundlage auch dafür geben und die gibt es eben nicht. Das heißt, da müsste Hand in Hand gehen, die Aktualisierung der rechtlichen Grundlage, dass man auch diese Open Data dann zur Verfügung stellen kann. Ich meine, es kommt dann schon dazu und das ist halt DSGVO und Datenschutz überhaupt. Was kann man denn nicht für Verknüpfungen auch mit diesen Informationen machen? Könnte man jetzt auch schon ein bisschen widerrechtlich, weil der Zweck der Einsicht ins Grundbuch ist ja nicht, dass man Datenverknüpfung, weiß nicht, des Grundbuchs mit irgendwelchen Liegenschaftspreisen macht oder so, oder dass man da irgendwelche Spekulationen, denen ja vielleicht schon vorwegkommen könnte. Das heißt, da müsste man sich überlegen, was stellt man denn da dann wirklich zur Verfügung? Vielleicht eben ohne die Eigentümerinformationen, ne? Ja, das ist in manchen Bereichen sicher ein Dilemma, wo alte Gesetzesvorschriften nicht mitkommen und Sie haben es eh schon gesagt, was ja schon lange gefordert wird in Österreich und was irgendwann, denke ich, schon kommen wird, ist das Informationsfreiheitsgesetz, das dann natürlich schon manches auch in die Richtung beschleunigen wird. Ich glaube, da war noch eine Frage. Ja, man muss immer anschauen, was ist die gesetzliche Grundlage. Ich bin selber keine Juristin, aber ich habe von den Juristen gelernt. Man muss immer schauen, wenn es eine gesetzliche Grundlage gibt, dann ist natürlich vieles möglich. Die Kollegen aus dem Parlament haben ja auch, stellen als Open Data die Namen und bestimmte Informationen der Abgeordneten zur Verfügung. Das dürfen sie, weil die eine Einwilligung dafür geben. Also es muss immer irgendwo, und man kennt es ja auch von den Apps, wenn man selber die Einwilligung gibt, dann ist datenschutzmäßig natürlich einiges möglich. Ne? Dann müsste vielleicht jeder die Einwilligung geben beim Grundbucheintrag, ja, mir ist es recht, dass das auch dort publiziert wird. Also das gehört da dazu. Ja, weiß ich nicht. Ja, genau. Ja, dann gehört das wahrscheinlich angepasst, ja. Ja. Also sind die Edikte genannt worden, wo wir uns nicht sicher sind, ob es da Einwilligung gibt oder nicht. Und das ist sicher auch noch was, was man an die Gesetzeslage anpassen muss, dass man dann in Richtung der Offenheit auch gehen kann. Eine letzte Frage vielleicht noch, sonst wäre ich nicht fertig mit meinen Themen. Da vorhin, glaube ich, war noch irgendeine Anmerkung. Hat sie erledigt? Ja. Genau, bei der Grundbuchabfrage wird der Name preisgegeben, ist jetzt so. Nur es ist die Frage, ob es bei einer Open-Data-Veröffentlichung dann genauso wäre. Ja, mein Aufruf an alle, wenn jemand offene Daten verwendet, dann auf data.gv.at gibt es ein Formular, wo man diese Anwendungen melden kann, dass unsere 700 Anwendungen fast eben erfüllt werden. Bei jeder 50. Anwendung, die Daten der Stadt Wien verwenden, gibt es eine Sachertorte dafür übrigens. Unsere Cooperation OGD Österreich habe ich schon genannt, auch die Dachli-Kooperation und für alle auch zu wissen, data.gv.at, alle Metadaten finden sich auch am europäischen Datenportal data.europa.eu und dort verwenden wir auch die Übersetzung in alle EU-Sprachen, damit wir auch die Mehrsprachigkeit der Metadaten da gleich abgedeckt haben. Ja, wir haben ein paar Preise für Open Data bekommen. Mein Ex-Chef, der Herr Mitteis, hat den European Data Innovator Award 2014 entgegennehmen dürfen.
Das war damals ein Artikel vom Open Data Portal, dem Schwesternportal von DataGV.at. Trauriger Smiley, das gibt's nicht mehr. Das war eine nette Idee, geförderte Initiative. Die Open Knowledge Österreich, die es mittlerweile auch nicht mehr gibt, hat das unterstützt und es ist eingeschlafen, wird aber jetzt mit Hilfe vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandard wieder ins Leben gerufen. Ja, und wir haben uns bei der Sitzung, wir haben sehr viel Pionierleistung geleistet und bei der Sitzung 10 Jahre Cooperation OGT Österreich gedacht, war es das jetzt mit Auszeichnungen. Das Einzige, was geblieben ist, ich meine, das ist viel, viele Freundschaften und Menschen, die sich dem Thema verschrieben haben. Aber wohin geht es in der Zukunft? Haben wir wirklich eine offene Datenkultur erreicht? Wie schaut es aus mit den offenen Daten der Wirtschaft, die ja auch sehr wertvoll wären? Haben wir wirklich alle Stakeholder erreicht, die es so gibt, eine breite Community, und wie schaut es mit der nachhaltigen Weiterentwicklung aus? Wir arbeiten gerade in der Cooperation OGT Österreich daran, wie schaut die Cooperation in 10 Jahren aus, nämlich eine fixe Struktur einzurichten. Also ich bin derzeit Sprecherin einer losen Vereinigung. Wenn mich jemand fragt, kann ich nicht einmal unterschreiben dafür, weil wir haben keine Rechtsform. Ziel wäre schon, da eine Rechtsform zu machen. Wir wollen uns in Richtung Link Data weiterentwickeln. Wir wollen auch das Thema Datenqualität der Metadaten und der Daten uns anschauen, dass wir dann noch besser werden können. Und der Weiterentwicklung auch in Data Spaces, das wird von der Europäischen Union jetzt viel mehr gefördert. Das heißt, auch nach dem Fair Data Prinzip, Daten, die auch eingeschränkt verfügbar sind, zumindest die Metadaten zur Verfügung zu stellen und dann dieses Datenökosystem auch anzutreiben. Und wir in Wien experimentieren mit Datensynthetisierung. Das Bevölkerungsregister Wien ist synthetisiert worden. Und da glauben wir auch, dass viel mehr personenbezogene Daten auch auf diese Art und Weise zur Verfügung gestellt werden könnten, weil dann der direkte Personenbezug eigentlich nicht mehr da ist. Ja, das war mein Input, mein kleiner Ausblick in die Zukunft. Danke euch für die Aufmerksamkeit und für den Input. Und wünsche auch noch einen schönen, erfolgreichen Linux-Tag.